Wer hätte das gedacht? Wir haben Anfang April und die Verluste des DAX von Mitte März im Umfeld der Katastrophen in Japan, ja, die sind komplett wieder aufgeholt worden. Frank Benz, Vorstand der Benz AG Partner für Vermögen, hätten Sie das Mitte März gedacht, dass es so schnell wieder auch nach oben gehen kann auf einen DAX-Stand von ca. 7200 Punkten? Also wir hätten es nicht gedacht oder wir haben es nicht gedacht. Auf der anderen Seite hat sich wahrscheinlich momentan der Gedanke eingefleischt, dass man einfach sagen muss, es handelt sich um ein lokales Problem, ganz speziell dieser atomare Unfall. Und ansonsten haben wir Konjunkturprogramme. Wir haben im Moment noch von Europa, von den größten Unternehmen, relativ gute Zahlen. Und wir sind natürlich am Beginn der Dividendensaison, die momentan noch gut in dem Ohr klingt. Und dann gibt es auch recht ermutigende Signale aus China, Stichwort Inflation. Alles doch nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben? Gut, von dieser Seite haben wir natürlich auch wieder Rückenwind bekommen. Das heißt, die Inflation ist wohl doch nicht so dramatisch, wie man es bisher vermutet hat oder wie es im Moment kommuniziert wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich mit diesen Meldungen, die aus so einem Land kommen, auch immer vorsichtig damit umgehen. Es sind oftmals Zahlen, die ein bisschen optimiert wurden. Ich denke, China versucht so langsam einen Übergang zu bekommen, einfach von den exorbitant schnellen Wachstumsraten hin zu einem modifizierten Wachstum und steuerbaren Wachstum. Ja, und nun alles gar nicht so schlimm gewesen. Wir warten auf die nächsten Unternehmensbilanzen, die fürs erste Quartal, ja, Herr Benz, die da möglicherweise doch einen kleinen Knick zeigen wegen der Probleme in Sachen Japan, wegen der Unterbrechung von Lieferketten. Also muss man sich da möglicherweise dann am Ende des Tages doch darauf einstellen, dass es nicht ganz so gut weiterläuft wie im ersten Quartal. Also ich denke, man kann davon ausgehen, Sie haben das schon angesprochen, wir bekommen einen Knick oder wir bekommen zumindest eine Seitwärtsbewegung. Die erste Indikation kamen aus Japan, da haben wir zum 31.03. den Tankan, den Jahresendbericht, und der hatte natürlich schon etwas abbekommen. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, die letzten Quartale waren noch gut, man muss sich auf ein bisschen kleinere Brötchen einstellen, aber es ist sicherlich machbar. Und die EZB tut das Ihrige möglicherweise dazu. Wir haben in dieser Woche eine Sitzung der Europäischen Zentralbank und nahezu alle gehen davon aus, die Zinsen werden angehoben. Also auch da Störfeuer für den Aktienmarkt? Durchaus ein Störfeuer. Auf der anderen Seite kommt es jetzt darauf an, wie der Markt die bisher bekannten Werte oder Einschätzungen aufnimmt. Momentan haben wir schon erste Indikationen, dass der Markt davon ausgeht, wir haben eine Zinserhöhung, und zwar im Bund Future sieht man das sehr schön. Wie das am Ende des Tages dann bei den Unternehmen ankommt und das vor allem im zweiten oder dritten Quartal sich in Zahlen niederschlägt, das könnte noch also das größere Problem werden, seine Strategie zu ändern. Ist das für Sie jetzt eine Zinswende, die wir sehen in der europäischen Notenbankpolitik? Sollten wir keine weiteren Störfeuer im Sinne der Politik oder der Kriminalität Nahe Osten, Gaddafi, Libyen, Maghreb-Staaten oder Ähnliches bekommen, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt die ersten Schritte Richtung Zinswende haben. Und natürlich die entscheidende Frage zum Schluss, eher kaufen, halten oder verkaufen angesichts dieser doch nicht ganz mehr so eindeutigen Signale, wie wir sie aktuell sehen. Wie wir immer sind, wir kaufen Titel, die möglichst unterbewertet sind, die noch Aufholpotenzial haben, die eine vernünftige Dividendenrendite haben. Wir verkaufen Anlagen, die eine schlechte Dividendenrendite in der Zwischenzeit aufweisen oder auch hohe Kursgewinne haben. Man muss sicherlich sehr selektiv vorgehen. Genau, und wenn wir die Phrasenkasse hätten, wären das 2 Euro gewesen. Das war Frank Benz hier am Mikrofon von Börse Stuttgart TV. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.